Irgendwas ist gerade ganz schnell weggelaufen. So, folgendes. Zack. Jetzt kommt hier keiner mehr rein. Hahaha. Es sei denn, jemand kommt durchs Fenster. Verbindungschip erkannt. Lade Verbindungschip. Türverriegelung außer Kraft setzen, vielleicht gerade keine gute Idee. Schlüsselkontrolle, Fehler, Code abgelaufen. Großartig, Verbindungschip aktualisieren. Wir kriegen Besuch. So, Sicherheitscodes, lalala, Genehmigung, Standard-Tätercode. Die Tür geht nicht. Das ist ja doof jetzt. Ekelhaft. Alter, du widerlicher Wackelheinz. Oh, puh. Kommt schon mal hierher? Nein. Okay. Eigentlich könnten wir den vielleicht in einen anderen Raum einsperren, aber dazu müssten wir sehen, wann der den anderen Raum betritt. Das ist natürlich sehr cool. Da hat man ja direkt eine Sorge weniger. Alter, was? So sieht der Akers jetzt also aus. Das ist ein richtiger kleiner Fancy Boy. So. Okay, Türverriegelung außer Kraft setzen. Ob das eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Sicherheitsmeldung, lalala. Wo müssen wir nochmal hin? Mit Tab kriege ich nichts, mit Map auch nicht. Ich weiß gar nicht mal, wo ich hin muss. Ah, okay, ich krieg das hier. Frost, Konferenzraum, Untersuchungsraum. Wir müssen zum Fahrstuhl irgendwie, ne? Türschlosssteuerung oder irgendwie sowas. Wir müssen auf jeden Fall nach unten. Ah, okay. So, wo unser Freund ist, kann ich nicht sagen. Na, komm ich doch mal. Der knarzt hier immer noch im Gebälk rum. Hier auch nicht mehr weg. Ich glaube fast, der schiebt hier Wache. Okay, er ist gerade woanders reingegangen. Irgendwas patscht hier auch noch nebenbei weg. Wo müssen wir denn nochmal hin, heilige Scheiße? Wir müssen irgendwie nach unten. Wieso kommt der uns jetzt hinterher? Wie so ein Wackeldackel. Hallo. Schlechte Idee. Zellteilung, das höre ich doch bis hier.
uns hinterher auf einmal. Der ist immer noch da. Was für ein dreckiger Drecksack, was für ein dreckiger. Der danst immer so bei jedem Schritt. Finde ich ganz cool. Ich glaube, wir müssen zum Aufzug, ne? Waren wir nicht so? Wieder da. Ja, warte. Ich bleib mal kurz hier, wir werden schon gleich niedergeschlagen. Dass der immer jetzt bei uns ist, das ist ein bisschen störend, Freunde. Tut mir leid, wenn ich jetzt gerade die ganze Zeit Ecken angucke. Der ist genau hinter uns. Der ist irgendwie immer genau hinter... Oh Gott. Muss jetzt rein. Nicht petzen, bitte. Wir sind gleich weg. Hoffe ich. Wenn. Alter, wenn der Krebelhorst hier langsam mal so ein bisschen beiseite stampft. Das ist schon ein bisschen störend. Oh Gott, der ist genau. Ich sitze hier nur rum, ich bin ein Blümchen. Lass mich in Ruhe. Lass mich bitte in Ruhe. François Kung Fu. Das gibt's doch nicht. Fick dich doch, der alte Krebelhorst. Das gibt's doch nicht. Oh, Alter, auf die letzte Sekunde kommt er einfach angeschissen hier. Fick dich, du kommst nicht mit nach unten. Laborwartung, ist mir egal. Hauptsache weg. Was nehmen wir mit Labor? Ach so, hä? Alter. Der ist natürlich mitgekommen. Natürlich kommt er mit. Wäre doch sonst langweilig, wenn da kein Krebelhorst durch die Gegend juckeln würde die ganze Zeit. Oh, Alter, ey. Boah, wir haben 10 Stunden gewartet und der hängt die ganze Zeit rum. Na toll. Menschlichem Körper kann man ja auch Schmerzen empfinden. Ich hoffe, der Fahrstuhl.
Okay, wir sind bei Transport gelandet. Ich will gar nicht wissen, was hier transportiert wird. Sieht auf jeden Fall nicht ganz so gesund aus. Oh. Ja, ist ja gut. Bevor wir irgendeine Tür betreten, schauen wir uns wieder ein bisschen um. Achso, wir gehen ja schon. Leider ein bisschen angeschlagen, wie es aussieht. Vielleicht finden wir wieder eine schöne Popoblume, wo wir unsere Faust reinschieben können. Für die Heilung. Hier ist soweit nix. Da kommen wir nicht durch. Ich glaube, wir kommen nur durch die Tür oder vielleicht ja hier rein. Natürlich nicht. Es könnte ja auch einfach mal was klappen. Kann man sich da gar nicht drunter stellen? Schade. Ich wollte mal gerade ein bisschen duschen. Ich fühle mich schon ein bisschen schmutzig. Was? Was war das? Warum? Und jetzt? Hallo? Wie mies. Oh, wie mies das war, bitte. Wie mies das bitte war. Don't move. It's okay. It's over now. Relax. Mm-hmm. Ashley? What are you doing here? Hanging out, like couples do. We're not... You don't want me? Yes, of course. But what happened? We fell in love. Ich glaube, das Ding wollte uns absorbieren, wie es aussieht. Wir waren offenbar hier drin. Oder am Leben erhalten in seiner komischen Pilzpfanne da. Ich weiß es nicht genau. Warum haben wir gerade... War das gerade ein Traum? Waren wir gerade an die Wau angeschlossen und haben quasi gerade in unseren Erinnerungen kurz gelebt? Kann das sein? Und die anderen Leute sind in Erinnerung verfallen und deswegen sind die immer noch angeschlossen? Und ist die Tür von alleine aufgegangen? Kann das auch sein? So, ich weiß, wir können da was einführen. Nicht schon wieder. Was? Ist das unsere Freundin? Ist das Ashley, die zu uns spricht? Wahrscheinlich aus der WHU heraus? Unser Omnitool ist weg, oder was?
Hier ist doch Omnitool. Wo ist denn unser Omnitool? Ist das zufällig... Ich glaube, das ist die WAU, die WAU, die zu uns spricht. Bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube nicht, dass das dieser halb leblose Körper da ist. Ach du Scheiße. Oh, schicke Frisur. Oh, nicht schon wieder. Ist das ein anderer Klopsi? Ich weiß es gar nicht. Wie viele von denen gibt es denn hier noch, frage ich mich. Ich will es vielleicht gar nicht wissen. Licht kann ich nicht anmachen, weil die Viecher hier rumlaufen. Probieren wir es mal hier lang. Ich habe keine Ahnung, ob wir jetzt alles mitnehmen werden oder was verpassen. Da kann ich nicht so richtig für garantieren, gerade weil... Oh, Alter. Das Spiel hat ganz schön angezogen, hätte ich nicht gedacht. Krass. Ich dachte, das geht hier schön ruhig und easy weiter. Und man kriegt ja so ein bisschen Story, ein bisschen hier und da, aber... Die Frictionals. Am Anfang so ein bisschen lululululu. Genau wie bei Amnesia. Aber hier sogar noch ein bisschen länger und dann geht's... richtig los. Ich weiß nicht, wo der ist, ehrlich gesagt. Man sieht die ja auch gar nicht, weil es so schwarz ist überall. Sehr düster hier und ich habe das Gefühl, je tiefer wir kommen, desto schlimmer wird das Ganze. Und hier laufen definitiv noch ein paar mehr von den Freunden rum. Oh Gott. Warum spiele ich das überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Okay. Ist die Röhre wieder? Aber was kann ich hier machen? Das ist doch die Frage. Wir sind jetzt hier rübergekommen und ich habe keine Ahnung, was wir hier tun können. Hier ist wieder einer von den Sackgassen, glaube ich. Da kommen wir auch nicht drunter durch. Ja, ich krieche schon. Natürlich. Die ganze Zeit bin ich hier nur am Rumkriechen. Hallo.
Okay, da gehen wir nur einmal im Kreis und das war's, aber... Wozu genau wir hier sind, weiß ich gerade nicht. Oh. Scheiße, ich sehe die hier nicht mal. Ich bleib mal hier stehen, ich hoffe, der trifft mich nicht. Ich hoffe, der geht einfach vorbei. Sollen. Ich habe keine Ahnung, was wir machen sollen. Ich gehe mal ganz kurz durch diese... So. Okay, wir müssen auf jeden Fall irgendwo lang und wir müssen... Keine Ahnung. So. Heiti-teiti. Und das Geräusch mache ich gerade beidseitig. Mit ähnlichem Luftausstoß. Okay. Also diese Urlaubsbräune ist schon ein bisschen sexy. Ich höre die Stimme in meinem Kopf, aber die kommt aus dem Mund. Ich dachte, ich höre die nur in unserem Kopf irgendwie. Aber die Stimmen kommen aus... Okay. Keeping a secret. Ich krieg nur so Wortfragmente mit. Wer warst du denn mal? Waren wir hier auch schon. Ich sehe den überhaupt nicht. Anleuchten, da ist er. Zumindest seinen Schatten habe ich gesehen gerade. Anleuchten will ich die auch nicht, weil ganz ehrlich, dann, die müssten das Licht ja eigentlich schon sehen. Da steht er. Das lustige Stumpenbeine. Okay, wieso kommt er immer? Ja, hau doch mal ab, Junge. Hau ab. Hau ab jetzt. Geh. Niemand mag dich. Du hast keine Freunde hier. Entschuldigung. Ich wollte mal gucken, was passiert. Wir selber können ja nicht viel mehr machen, ne? Wir
können hier rein. Da ist die Olle, die kollabiert so ein bisschen. Wir müssten ihn eigentlich da reinlocken, aber ich glaube, die lassen sich gar nicht locken. Da macht er die Tür wieder auf. Da kommt da wieder der Klumpatsch. Ich hoffe, der latscht hier auch mal eine kleine Bonusrunde. Der röchelt sich immer einen ab und geht wieder rein. Zurück. Ich stelle mich mal hier so hin. In der Hoffnung, dass er uns nicht sieht. Oh Gott, ey, das ist so schlimm. Ich hätte die andere Tür verschließen sollen, hätte mal gehört, ob er da wieder durchgeht. So, ich glaube, jetzt sind wir wahrscheinlich wieder da, wo wir am Anfang waren. Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung, wo wir hin müssen, ehrlich gesagt. Nach oben, nach unten sind wir ja schon. Viel weiter nach unten können wir ja gar nicht. Peter wieder rein. Also wir sind jetzt hier, aber ich habe keine Ahnung, was wir hier machen sollen. Wo ist er denn? Wackelpeter, wo bist du denn? Irgendwas machen? Ist hier irgendeine... Oh, ich muss gleich niesen. Verdammt, schon wieder. Moment. Entschuldigung. Ich weiß auch nicht, was mich gepackt hat. Wahrscheinlich ein wenig die Kühle, die hier gerade reinströmt, weil hier das Fenster offen ist wieder. Oder 10 Kilo Hausstaub. Was machen wir denn mit dem Wackelpeter? Stromausfall. Service-Akkus wieder aufladen. Okay, ich glaube, ich weiß, was wir machen müssen. Ob wir jemals wieder hier hinfinden, glaube ich gar nicht. Vor wie beim Wende-Anguck-Simulator. So.
Wie können wir irgendwelche Akkus wieder aufladen? Das weiß ich natürlich nicht. Ich weiß noch nicht, wo wir hin müssen, ehrlich gesagt. Ich bin momentan... Ja, natürlich. Ich bin momentan, ehrlich gesagt, so ein bisschen... Ich hätte gern so eine Map gerade. Wir sind ein Android. Weißt du, wir sind halt eine halbe Maschine, aber haben nicht mal Automapping-Funktion. Verdammt. Ich brauche Kästchenpapier, wo ich mir das Dungeon hier aufmale. Da lachen auch nur Leute drüber, die das, die ein bisschen älter sind, glaube ich. Scheiße, ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Hier sieht aus wie eigentlich eine Teleporter-Plattform. Ich mach mal gerade aus, weil ich glaube, wir kriegen hier gleich Besuch. Ja. Sorry für den Schwarzbildschirm die ganze Zeit. Nur so können wir überleben. Steckst du mit dem roten Licht? Immer wenn dir was rot leuchtet oder grün leuchtet, dann bin ich natürlich geneigt, dahin zu gehen. Weil es so aussieht, als müssten wir da irgendwas erledigen. Wie zum Beispiel hier. Oh. Tolle Wurst, das war mega schlau von mir. Aber ehrlich gesagt bin ich auch gerade ein bisschen verzweifelt. Jetzt sind wir schon wieder hier in der Wurstfabrik unten. Ich weiß echt nicht, was... Wo sollen wir denn Akkus aufladen? Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Ich habe keine Ahnung, wie... Ist das gerade einfach nur so ein bisschen labyrinthartig? Hier kommen wir eh nicht durch die Türen. Ist das gerade einfach so ein bisschen labyrinthartig? Und find dich mal zurecht, Junge. Ja, wir kriegen gleich Besuch. Da rein? Nein. Ach ja, das ist ja das hier. So, da hinten. Entweder das jemand zugemacht oder wir waren hier noch nicht drin. Ich kann es nicht genau... Ich glaube, wir waren ja schon mal drin, aber wer hat das zugemacht? Hey! Macht er das zu? Kommt er hier rein? Leuchte, leuchte, leuchte! Kommt der rein? Kommt er nicht. Aber er macht die Luke zu, der Penner. So, Licht ist an. Wir kriegen gleich Besuch. Ich bleib nochmal kurz in Position. Ich gehe noch nicht raus. Es ist so dunkel, dass man den echt erst ganz spät... Uha, ich komme gar nicht rein. Okay, wenn ich mit der Taschenlampe blinke, sieht er uns.
Das Gesicht da oben drin. Was ist das denn für ein Viech? Oh, man kann ihn ärgern. Mit der Taschenlampe blinken, dann kommt er immer wieder. Alter, das... Das ist ja ein Traum. Ein Gesicht, das nur eine Mutter lieben kann. Jetzt beruhig dich mal wieder, Kollege. Hier ist doch niemand. Ich glaube, der ärgert sich ein bisschen. Hat der Arme oder ist es der gleiche? Das ist nochmal so einer, okay. Aber wie können die denn die Türen zumachen, frage ich mich. Und wenn die so schreien, rufen die dann ihre Kumpels? Kommt der oder geht der? Oh, Alter, ich... Ups. Hat der Bautze gemacht. Der ist gerade da drin. Na super. Ich sehe hier einen Scheiß. Sieht das noch irgendwas? Oh. Keine Reaktion? Was sagst du dazu? Oh, Alter, ey. Hier irgendwas gepiept. Was mache ich denn bloß hier unten? Was mache ich hier eigentlich? Jetzt bin ich hier runtergegangen und ich habe keine Ahnung. Jetzt einfach nur noch... Hier kommt doch keiner rein, oder? War eine tolle Idee, hier reinzugehen. Bin fast ein bisschen stolz. Da hinten wackelt der Peter wieder rum. Jetzt ist da... Ah, okay, da flackert das Licht. Ich glaube, der Peter kommt da gerade rum. Licht flackert, das macht ihm nichts aus. Was war das denn gerade hier? Hier könnte man gerade noch schön irgendein Lichtchen anmachen oder so, aber... Ich wollte zeigen, das können wir auch. Jetzt sind wir wieder hier. Ich habe keine Ahnung, wo wir irgendeinen Akku aufladen müssen. Hier kommen wir nicht durch. Da brennt die Hütte. Da, ja, in die Bahn kommen wir auch nicht. Also momentan bin ich echt ein bisschen überfragt, wie es weitergeht. Hier kriegen wir da Psycho-Ansagen. Wir können Catherine hier nicht reinballern. Ich weiß nicht warum. Vielleicht, weil hier kein Saft drauf ist und wir deswegen die Akkus aufladen müssen. Aber andererseits, da kommen wir nicht durch. Da kämen wir... Kommen wir auch nicht durch. Die sollen sich ja wohlfühlen wie zu Hause. Wir sind eine große asthmatische Familie hier. Kommt er hier rum?
Ja, offenbar schon. Wo ist er denn? Ich sehe einfach einen Scheiß. Taschenlampe kann ich leider nicht einfach so actionreich anmachen. So gern ich würde, aber darauf reagieren die offenbar. Und es kann sein, dass man auf YouTube momentan nur schwarz sieht, aber ich will das natürlich auch so machen, dass wir hier nichts sehen. Aus dem einzigen Grunde, weil es sonst vielleicht zu einfach wäre, wenn wir die natürlich im Dunkeln schon sehen würden. Na, das sieht doch hier nach Strom aus, oder nicht? Da bin ich doch, bin ich hier nicht richtig? Da sind zwei Knöpfe, die man sonst immer drehen kann, jetzt aber nicht. Schön, dass wir hier gar nichts machen können. Das, ich bin echt überfragt. Überfragt vor allen Dingen. Ja doch, überfragt heißt ja, ich dachte gerade überladen und ist mir gerade echt ein Rätsel. Hier geht's nicht weiter. Der Monitor verbirgt auch eher geringfügig Tipps. Nicht hier reinkommen, bitte. Der kommt nicht hier rein, oder? Der kommt wahrscheinlich bestimmt hier rein. Ruhe. Okay. Problem ist, man weiß echt nie, wie die gehen, worum die gehen. Scheiße, Mann. Warum spiele ich das? Ich habe selber keine Ahnung. Ich wünschte nur, wir würden langsam mal weiterkommen. Irgendwas habe ich übersehen und das Problem ist, man kann hier echt sehr schnell was übersehen, weil es hier wirklich sehr unübersichtlich ist gerade. Kann ich natürlich nicht öffnen. Ich glaube, er hat Auswurf. Ich sehe einen Scheiß da. Schon wieder hier. Ich habe echt keine Ahnung, wo wir jetzt gucken sollen. Hä? Das ist mir gerade echt ein Rätsel. Ich habe keine Ahnung. Hängt ja schon wieder da vorne rum. Das gibt's doch nicht, Kollege. Geh doch mal weg. Wahrscheinlich der örtliche Türsteher, da macht ihr mal gleich zu. Kannst nicht mal mit dem reden oder so. Die Tür geht von alleine zu. Warum? Ich hab doch gar nichts getan. Okay, hier geht's nirgends. Das gibt's doch. Ich habe keine Ahnung, wo ich weitergehen soll, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich suche gleich mal weiter. Oder mache ich so lange mal kurz eine Pause oder sowas, weil das ist echt momentan. Ist einfach zu verworren und ich hab nicht mal einen Anhaltspunkt. Ich hab auch nicht mehr im Kopf, wo wir hin sollen, weil wir sind ja dann irgendwo runtergefallen. Oder wurden verschleppt, so rum.
Okay, Ruhe bewahren. Er geht wieder an uns vorbei. Der alte Wackelpeter. Das will ich nicht benutzen. Da ist wieder so ein MP3-Player dran, den will ich diesmal auch nicht, dem will ich keine Beachtung schenken. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Wir können jetzt hier die ganze Zeit durch die Blutgänge kriechen, das ist natürlich auch schön. Wir überleben, wir wissen jetzt... Was war das denn? Wir wissen jetzt wie, wollte ich sagen. Hier ist eh eine Sackgasse, kann ich da irgendwas machen? Nein. Aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Oh nö. Warte mal. Nicht übermütig werden. Moment, 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 Moment. Ja, trink meine Fanta. Der hat uns, glaube ich, gesehen, oder? Der ist sauer. Ich glaube, der ist sauer. Der hat uns gesehen. Da ist ihm gerade ein Snack entgangen. Das tut mir voll leid. Ja, da schreit er wieder vor Kummer und Leid. Das tut mir natürlich leid. Ich bin echt, da bin ich sehr sorry. Wir sind schon wieder hier, oder? Okay, pass auf, ich kriech gleich nochmal ganz kurz zu den beiden Düsen. Also nicht zu den Düsen, sondern... Wenn ich wenigstens ein Wort verstehen würde. Okay, Klumpatsch ist drüben. Wir warten mal, bis der rauskommt. Gucken dann, welche Tour der nimmt und dann entscheiden wir uns, wo wir lang gehen. Da ist er. Ach ja, da kommt er nie hier lang. Stimmt ja, da geht er gleich wieder rein. Bleibt stehen, wundert sich. Dreht sich wieder um. Bemerkt. Hoffentlich nicht uns. Ich glaube, ich habe irgendwas umgestoßen. Hat sich wieder beruhigt. Stromausfall. Okay, pass auf. Ich mach mal ganz kurz eine kleine Aufnahmepause. Ich suche hier mal eben rum, weil wenn ich hier noch 10-mal rumlaufe und habe keine Ahnung, was wir machen müssen, das ist ein bisschen schwierig. Ich werde jetzt nochmal ganz kurz die Level ablaufen und gucken, ob wir jetzt irgendwie so ein Service-Terminal oder irgendwas finden, was wir machen können. Ist manchmal auch so ein bisschen Raten. Ist mit Raten verbunden. Ratenzahlung. Und naja, ich laufe mal kurz ein bisschen rum. Ich hoffe, wir sehen uns dann gleich wieder. Es riecht hier wieder nach Essen. Das ist wahrscheinlich der Typ da. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Und zwar da, wo ich vielleicht was finde. Vielleicht aber auch nicht. Dann weine ich leise und nehme das auch auf. Okay, bis gleich.
da bin ich schon wieder. Das ging schneller als gedacht. Allerdings sind wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr alleine. Wo ist er denn? Ich sehe ihn nicht, verdammte Scheiße. Ich sehe ihn nicht. Wo ist er? Ich sehe ihn überhaupt nicht diesmal. Geht er nicht wieder raus? Das war Akku Nummer 1. Jetzt ist es so laut, dass ich seine Schritte nicht mal mehr höre. Wo ist denn Akku Nummer 2? Der ist natürlich nicht hier. Großartigst. Und ich dachte, das wäre einfach nur so ein... Ich glaube, er kommt gleich wieder. Ich dachte, das wäre nur noch so eine weitere Textur, einfach nur. Toll. Schön. Ja, wenigstens hat man jetzt gesehen, wie ich das normalerweise mache, wenn ich dann so Sachen rumsuche oder Sachen, ne, wenn ich nicht direkt auf Sachen komme und mache eine kleine Aufnahmepause, dann nehme ich trotzdem weiter auf. Manchmal mache ich eine Batman-Sequenz, hier ist eine Benny Hill-Sequenz draus, meine ich. Und manchmal schneide ich es dann einfach raus. Aber ich nehme es trotzdem noch alles mit auf. Was ist denn, verdammte Axt? Jetzt höre ich den halt auch nicht mehr so richtig. Ich gehe mal kurz die Ränder ab, falls hier irgendwas ist. Durch, okay. Sicherheitstür aufgeschlossen, okay. Ich warte noch mal kurz, bis der Hampel weg ist. Ich dachte, wir müssen zwei Akkus starten. So, jetzt sind wir endlich weiter.